Willkommen zurück. Wir sind auf der Essen Motor Show angekommen. Heute ist Tag 1. Ich kann euch so viel schon mal vorab sagen, die Essen Motor Show wird dieses Jahr ein bisschen anders. Letztes Jahr haben wir ja noch nicht so viel Videos gemacht und deswegen haben wir uns dieses Jahr überlegt, dieses Jahr bekommt ihr ein Video pro Tag. Das Ganze soll allerdings nicht so im Vlog-Style sein, sondern wir wollen weiterhin bei unserer technischen Richtung bleiben und wollen euch einfach mal so ein bisschen den Eindruck in das Messeleben geben und werden jeden Tag eine Partnerfirma, mit der wir zusammenarbeiten, besuchen, wie zum Beispiel H&R, Reifenprofi, JP Performance, der direkt neben uns ist, Guido Performance, der Yusuf, der mir die Felgen aus Hannover baut und. Da wird es auf jeden Fall jede Menge geilen Inhalt geben, weil auch diese Firmen natürlich ein paar Exponate dabei haben und es wird auf jeden Fall ein paar technische Sachen zu besprechen geben. An der Stelle auch könnt ihr gerne eure Wünsche in die Kommentare ballern. Wir gucken uns das an. Wenn ein paar passende Firmen bei sind, wo wir gerne hingehen können, werden wir natürlich auch für euch zu irgendwelchen Firmen gehen und werden dann vor Ort genau das Gleiche machen. Ja, erstmal komplett vorweg, habe ich gerade ganz vergessen. Ich wollte mich nochmal bei meinem kompletten Team, meinem Kameramann und so weiter bedanken. Wir haben wirklich die letzten 4 bis 5 Tage richtig Gas gegeben, um diesen Stand hier so hinzubekommen. Wir haben nämlich alles selber gemacht. Das ist alles self-made hier. Und ich denke, das Ergebnis wird euch schon überzeugen, weil es ist definitiv ganz cool geworden. Der Stand sollte mit Absicht sich in der Halle hier so ein bisschen abheben. Die Halle ist so ein bisschen mehr die, übrigens wir sind in Halle 6, Mitte. Das ist so ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, die Show- und Scheinhalle, weil halt die ganzen Felgenhersteller und so weiter hier sind. Aber zu uns passt es einfach nicht so, wenn wir so einen Hochglanzstand haben, weil wir einfach eher eine rustikale Schraubertruppe sind und dementsprechend eher mehr, ich sag mal, unsere eigenen Ideen und unsere eigenen Schraubereien hier einbringen. Und genau deswegen sitzen wir zur Sekunde hier auch auf einer LKW-Brücke. Die haben wir umgebaut für die Events. Da ist unser Lager mit Klamotten drin. Wir haben eine kleine Plattform oben drauf, die eigentlich unser Lager ist. Aber da können wir jetzt auf jeden Fall immer die Videos beginnen. Und mein Kameramann René kann nämlich auch ganz in Ruhe die Videos immer schneiden. Weil ihr könnt euch sicher vorstellen, ein Video pro Tag, das muss man am Ende auch erstmal umsetzen. Ne? Ja, wir haben mitgebracht die Limo, Marius Golf und den Xpo. Da werden wir in ein paar Kleinigkeiten während den ganzen Videos bestimmt auch nochmal drauf eingehen, weil so ein paar Sachen haben sich da auch getan. Außerdem könnt ihr euch drauf freuen, wir haben jede Menge neue Klamotten, neue Caps. Ich glaube, in Summe haben wir jetzt 15 verschiedene Caps mit oder so. Ganz besonders ist auch das erste Mal, haben wir uns als Team überlegt, wir würden euch als Zuschauern und Fans auch gerne mal was zurückgeben, weil wir halt letztes Jahr auf den ganzen Events war immer so viel los an unserem Stand, dass wir eigentlich mal einfach euch mal die Möglichkeit geben wollten, dass ihr auch zum Team dazugehören könnt. Und deswegen haben wir 4 Team Alos Caps gemacht in 4 unterschiedlichen Farben. Die sind allerdings limitiert auf 75 Stück und die gibt es auch nur Samstag und Sonntags hier zu kaufen. Das heißt, die Messe geht ja über 9 Tage. Wir haben quasi 2 Samstage, 2 Sonntage. Und dort gibt es dann jeweils immer nur ein Cap zu kaufen. Online wird es dieses Cap nicht geben. Wenn alle verkauft sind, sind sie verkauft. Es gibt natürlich nur ein Cap pro Person. Also gebt Gas, dass ihr auch eins bekommt. Weil die sehen auf jeden Fall sehen anders aus, aber sehen auf jeden Fall cool aus. So. Dementsprechend geht es auch morgen schon mit der ersten Cap los. In dem Fall eine orangene Cap, ist ein bisschen knalliger, weil einfach orange unsere Farbe ist. Und, aber die werdet ihr morgen auf jeden Fall im nächsten Video schon sehen. Ja, soweit erstmal zum Thema Essen Motor Show dieses Jahr. Ihr kriegt jetzt noch ein bisschen Porn von unserem Stand. Alles Weitere werden wir in den nächsten Videos machen. Wir müssen erstmal ein bisschen runterkommen, weil wir haben wirklich bis gestern tief in die Nacht hier noch aufgebaut. Heute früh gleich weiter. Deswegen ist das heutige Video erstmal nicht ganz so lang. Aber ich denke, mit dem Porn von René gleich werdet ihr schon mal so ein bisschen Einblick von der Essen Motor Show bekommen. Und dann freuen wir uns alle drauf, dass ihr uns hoffentlich besuchen kommt. Und wir sehen uns morgen wieder.